Hallo und herzlich willkommen auf meinem kleinen Let's Play-Kanal. Ich bin Rönne und bedanke mich, dass ihr reinschaut. Heute starte ich mit dem Fantasy Open World Action Adventure Immortals Phoenix Rising, welches in der griechischen Mythologie spielt. Ich habe auch schon kurz reingeschaut, nur um mich mit der Steuerung vertraut zu machen. Das war's aber auch schon, also bin auch bisher recht spoilerfrei, was den Titel angeht. Er ist ja auch noch recht aktuell. Und ich starte jetzt einfach mal ein neues Spiel. Leute, die meinen Kanal kennen, wissen, dass ich mich immer sehr auf die Story fixiere und dass ich versuche, alle Sammelgegenstände zu ergattern und werde diese natürlich auch in der Videobeschreibung mit Zeitstempel aufführen. In diesem Fall werde ich etwas anders vorgehen. Natürlich bleibe ich nach wie vor auf die Story fixiert, wähle hier aber erstmal den einfachen Schwierigkeitsgrad, nicht den Story-Schwierigkeitsgrad, denn im Story-Schwierigkeitsgrad regeneriert sich die Gesundheit komplett und das ist eine Sache, die ich persönlich in solchen Titeln nicht mag. Sammelgegenstände werde ich auch wieder in meiner Videobeschreibung aufführen und auch wenn ich normalerweise ein Spieler bin, der immer alles genau erforscht und alles entdecken möchte, werde ich mich für dieses Let's Play da ein wenig zurückhalten oder versuchen, mich zurückzuhalten, damit das schon recht umfangreiche Spiel nicht im Let's Play noch länger wird, werde aber die Gegenstände nach wie vor, die ich finde, in meiner Videobeschreibung mit Zeitstempel aufführen. So, und dann würde ich sagen, fangen wir einfach mal an. Verliere ich nicht noch mehr Worte und wünsche euch viel Spaß und gute Unterhaltung bei meinem Let's Play zu Immortals Phoenix Rising. Bezauberte Hera, heilige Mutter, weise Athena, mächtiger Poseidon, Erderschütterer, treue Artemis. Die nie ihr Ziel verfehlt und selbst das Herz eines Kolibris durchbrochen könnte. Nichts als Schweine. Allesamt. Ich kann dich sehen. Komm näher. Hilf mir! Du hilf mir doch! Irgendjemand! Nichts hiervon ist deine Schuld. Du bist das Opfer. Wie alle Sterblichen, erschaffen von Narrenhand. Zerbilder eines gesprungenen Spiegels. Siehe deine Götter. Diese hier tötete 6 Kinder, um ihre Wut zu stillen. Sie streiten, brennen vor Neid, betrügen, kämpfen, morden. Sie sind grausam, rachsüchtig, egoistisch. Und, wie die Verse des Achilleus, werden ihnen diese Schwächen zum Verhängnis. Wir sind solche Laster fremd. Der Rest ist gefallen. Nur einer steht noch zwischen mir und der Wiederherstellung des Olymps. Nur der übelste, arroganteste, engstirnigste, anmaßendste Sohn von Kronos, der mich unter die Erde verbannte. Der einzige wahre Zeus! Wie ich dich vermisst habe, Prometheus, liebster meiner Vetter. Du ließest mich hier festketten, wo ein Adler meine Leber frisst. Aus Liebe! Aha. Du brauchst Hilfe. Typhon ist frei. Du standest auf Seiten seiner Verbündeten, der Titanen. Überzeuge ihn aufzugeben. So einfach ist das nicht. Er blockiert sogar meine Fähigkeit, in die Zukunft zu sehen. Ich sehe nichts außer ihm. Ich kann nicht. Er hat meinen Blitz. Er nahm mir alles. Selbst die anderen Götter sind weg. Geh zu den Sterblichen. Vergebens. Diese boshaften, dummen und geschmacklosen Parasiten wurden zu Stein verwandelt.
Einer dieser Parasiten wird dir den königlichen Arsch retten. Ich lasse mir meinen hübschen Arsch höchstens küssen. Und Sterbliche werden nie was anderes sein als ein großer Fehler. Willst du darauf wetten? Wenn ich recht habe, war es wohl eher ein Segen, ihn das Feuer zu bringen und dir Überleben zu sichern. Findest du deine Strafe ungerecht? Sie ist etwas extrem. Lässt du dich darauf ein? Wenn du gewinnst, setze ich die Strafe aus und du bist frei. Doch, gewinne ich, hilfst du mir, Typhon aufzuhalten, koste es, was es wolle. Also gut. Möge die Geschichte von Phönix meine Erlösung sein! Oh nein, eine deiner Geschichten. Wie lange wird es diesmal... Die Geschichte beginnt auf dem Meer. Ein Schiff mit Soldaten kehrt von einer fernen Schlacht zurück. Doch ein plötzlich aufziehender Sturm trübt ihren Triumph. Die See wogt und wütet. Wellen türmen sich auf. Die Grenze zwischen Himmel und See verschwindet. Die Gipfel der Wellenberge schlagen um und bilden Täler so tief wie der Tartaros. Du trägst aber ganz schön dick auf. Das ist Kunst, wie dem auch sei. Das Schiff hatte keine Chance. Am Morgen ging die Sonne über den wenigen Überlebenden auf. Dort unter den unbedeutenden Schildträgern gab es ein Menschenkind, das von der Schlacht träumte, aber kaum je einen Kampf gesehen hatte. Warte, sage es nicht! So, und damit wären wir in der Charaktererschaffung. Ich werde in diesem Titel der Charakter auf die Standardwerte zurückgesetzt. So, ja, wir haben noch gar nichts geändert. Ich werde aber tatsächlich hier so ein Körper einen weiblichen Charakter spielen. Die Farbe von frischem Joghurt. Ja, dann nehmen wir die Farbe doch. Joghurt ist immer gut. Mein Gesicht wie... Ich sehe es vor meinem inneren Auge. Du weißt schon, so ein Gesicht. Na, ich werde das nehmen. Geben wir grüne Augen. Haare wie... Ich glaube, ein Zopf wäre ganz gut, oder? Können wir die auch drehen? Ja, können wir. Feuer! Pures Feuer! So. Ah, das ist doch cool. Ja, nehmen wir das. Augenbrauen. Dick wie Schiffssparren. Na, ich glaube, ich werde die nehmen. Aber die nehmen wir dann natürlich in der... Gefärbt wie abgestandener Tafelwein. In derselben Farbe wie die Haare. Und wir können ja auch ein Bart geben. Bart? Nein, natürlich nicht mit Bart Zeus. Kann man zwar machen, aber man könnte ja auch eine männliche Stimme geben. Der Sturm! Aufwachen! Ich muss aufwachen! Also hier ist... Der Sturm! Aufwachen! Ich muss aufwachen! Hier ist alles möglich, aber wir geben ihr natürlich eine weibliche Stimme. Und ja, damit haben wir unseren Charakter auch schon fertig. Und dann wollen wir doch mal loslegen. Da! Ich sehe sie ganz deutlich! Die geringste unter ihnen war eine Schildträgerin, die von der Schlacht träumte, aber kaum je einen Kampf gesehen hatte. Jemand, der Geschichten erzählt, doch niemand, der sie erlebt. Phönix. Was für ein Name! Phönix! Klingt wie das Geräusch, das ein dummer Vogel macht, ehe er sich selbst entzündet. Und das wäre ja lächerlich. Obwohl, ich sollte das aufschreiben. Angespült an einer fremden Küste erwachte Phönix.
So ein bisschen was von einer Walt Disney Prinzessin, oder? Wenn ich den Strand verlassen will, muss ich diese Klippen erklimmen. So, ich guck mal, was wir alles machen können. Hier ducken wir uns, hier springen wir. Laufen können wir nicht. Haben wir ein Inventar? Ich guck mal kurz. Ja, wir haben eine Karte. Wir befinden uns aktuell auf dem Schmetterfelsen mit der Aufgabe an fremden Ufern. Phoenix erwacht alleine und unbewaffnet am Strand einer, was, mysteriösen Insel. Der einzige mögliche Weg führte nach oben. So, das könnte ein guter Moment sein, um sein Testament zu machen. Ich kenne da jemanden. Min-O Tauros. Sei unbesorgt, er findet dich. Zeus. Okay. Hier haben wir unser Inventar. Schauen wir doch mal, was wir haben. Nicht allzu viel. Lediglich eine Rüstung. Roben des Neu-Olympias. Die einen Bonus bringt von plus ein Gesundheitsfeld. Und bei einer höheren Stufe nochmal plus 40% Betäubungsdauer. So, Fähigkeiten, göttliche Kräfte. Was haben wir denn an Fähigkeiten schon? Schauen wir mal rein. Springen, ja, das wissen wir. Ausweichen haben wir eben auch schon gesehen. Klettern können wir. Nähere dich einer vertikalen Oberfläche oder springe sie an, um zu klettern. Verbraucht mit der Zeit eine kleine Menge Ausdauer. Schwimmen können wir auch und auch tauchen mit Numblock 0. Und einsammeln können wir. Und hier oben haben wir eine Währung, Charons Münzen. Da besitzen wir noch nichts. Und hier haben wir noch eine ganze Menge mehr. Da gehe ich aber dann später drauf ein. Genau wie auf diese Sachen hier. So, dann erklimmen wir mal die Spitze. So, wir haben hier links einen Ausdauerwert. Der regeneriert sich nicht beim Klettern oder Schwimmen oder Ähnlichem. Das heißt, ist unsere Ausdauer noch auf diesem geringen Wert, können wir nicht so hoch klettern, denn irgendwann, naja, werden wir müde. Phoenix sah ihren Schiffsführer und die Soldaten in der Ferne. Durch einen Streich des Lichtes wirkte es beinahe, als würden sie ihr zuwinken. Phoenix, du wieder! Du magst nicht wie dein Bruder Lykyron sein, aber ich mach schon noch was aus dir. Halt meinen Schild. Lass ihn dieses Mal nicht fallen. Ich hab dich gar nicht gesehen. Gib nichts auf ihr Gerede. Die sind nur neidisch. Nicht jeder kann einen Bruder haben, so wie du ihn hast. Lochagos! Lochagos! Kannst du mich hören? Du bist so kalt. Was ist das für ein Zauber? Lygyron, wo bist du, Bruder? Allein und unbewaffnet war Phoenix verwundbar. Ich muss ruhig bleiben und an meine Ausbildung denken. Verwende den Kompass, um Ziele zu finden und dich in der Welt zu orientieren. Das Schwert meines Bruders! Nein! Du warst immer mein Held. Mein Polarstern. Ich bringe dich zurück. Versprochen. Noch nie hatte Phoenix das heilige Schwert, ein Geschenk von Achilleus für Tapferkeit in der Schlacht, anfassen dürfen. Es lag in ihrer Hand, als wäre es für sie angefertigt worden. Achilleus Schwert? Ihr Bruder konnte bestimmt gut kämpfen.
Stimmt was nicht mit deiner Stimme? Ich habe kein Schwert bekommen. Ich sag's ja nur. Phoenix, sah auf. Sie war nicht allein. Bei den Göttern! Zurück! Sie machte sich bereit neue Waffe für ihren testen. Ersten echten Kampf. Oh, ouch! Nicht in den Rücken, Freund. Die Erinnerung an ihre Ausbildung kehrte zurück. Von dort oben sollte ich mir einen Überblick verschaffen können. Okay. So, wir werfen erst mal einen Blick auf unser Schwert. Wir haben jetzt das Schwert des Achilleus. 20 Schaden plus 30% Schaden durch Schwertkombos bei voller Gesundheit. Das ist schon mal gut. So, und wir haben dadurch neue Fähigkeiten erlernt. Was haben wir denn hier jetzt? Einmal Schwertkombo, 3-Treffer-Kombo, die 26 Schaden anrichtet und pro Treffer 50% eines Ausdauerfeldes füllt. Der 3-Treffer-Abschluss richtet 32 Schaden an und füllt 50% eines Ausdauerfelds pro Treffer. Und wir haben durch unser Schwert, das wir aktuell besitzen, auch noch unten den ausgerüsteten Vorteil, dass wir halt 30% mehr Schaden machen bei voller Gesundheit. Schleichangriff, ein Schwungangriff, der 250 Schaden anrichtet und 250% eines Ausdauerfelds pro Treffer füllt. In der Nähe eines nichts ahnenden Gegners anwenden. Schwert-Luft-Kombo, 2-Treffer-Kombo in der Luft, die 20 Schaden anrichtet und pro Treffer 50% eines Ausdauerfeldes füllt. Der kreisförmige 2-Treffer-Abschluss richtet 30 Schaden an und füllt 50% eines Ausdauerfelds pro Treffer. Und hier hinten haben wir noch Parieren, wehrt gegnerische Angriffe ab, eine perfekte Parade im richtigen Moment, füllt 250% eines Ausdauerfeldes auf, fügt 160 Betäubung zu und kann Geschosse abwehren, kann in der Luft verwendet werden. Sehr geil. So, und nun sollen wir hier hochklettern. Götterbote entdeckt. Ich habe noch nie so eine große Statue von Hermes gesehen. Wer sie wohl erbaut hat? Von Gefahren umgeben und ganz allein war unsere Heldin dennoch entschlossen, die Soldaten und ihren Bruder zu retten. Langweilig! Schenken wir uns den Teil! Nein! Das ist sehr wichtig für die Atmosphäre. Zumindest kriegen wir auf den Wegen immer blaue Pilze, die füllen übrigens unsere Hermes, Ausdauer. Hermes, alter Freund, es ist mir eine Ehre, dich endlich persönlich zu treffen. Sag nur niemandem, dass ich mit dir geredet habe. Ich habe schon mehr als genug Ärger, weil ich lieber Geschichten auswendig lerne, statt die Felder zu bestellen. Und die anderen Soldaten erst. Also, die wissen gute Geschichten wirklich nicht zu schätzen. Irgendwas hat er da noch am Arm. Ambrosia. Was ist das? Es riecht wie Honig. Und der erste Frühlingstag und mein erster Kuss. Alles auf einmal. Zieht Phoenix sich jetzt auch Ambrosia rein? Prometheus! Angst, deine Wette zu verlieren, Zeus? Bitte! Sie kann eh nicht damit umgehen. Noch nicht. Na, können wir hier... Ja. Oh, reicht da unsere Ausdauer überhaupt? Ja, sehr gut. Phoenix' Schicksal wurde immer klarer. Bisher hast du mir nur eine Sterbliche gezeigt, die einen Kampf überstanden hat. Und Typhon wird mit jeder Stunde stärker.
Spiel nicht mit mir, Prometheus! Ich schwöre dir, diese Kriegerin ist unsere Rettung. Denn wenn sie scheitert und Typhon uns besiegt, Zeus, König der Götter, wird die Welt ins Chaos stürzen. Ein Tempel des Apollon? Vielleicht gibt es dort ein Orakel oder einen Seher, der mir helfen kann. Ein Greif? Aber die gibt es doch gar nicht. Lass mich los! Hilfe! Hey! Ich rette dich! Ich komme! Ich muss einen Weg zu diesem Riss finden. Sieh dich um, dann wollen wir mal. Achte in der Fernsicht auf die Rückmeldungen, die du bekommst, wenn du verschiedene Orte ansiehst. Drücke E, um deren Symbole dauerhaft in der Fernsicht anzuzeigen. Was haben wir denn hier? Eine große Lyra. Eine Truhe. Ist noch irgendwo was? Da? Wo war es denn? Hey. Ambrosia. Nochmal Ambrosia. Was sehen wir denn hier alles? Oh, da hinten haben wir noch Odysseus Herausforderung entdeckt. Noch eine Truhe. Oh Mann. Ich glaube, hier kann man sich auch ewig umschauen. Ist auch noch irgendwo was? Da? Zeitrennen-Herausforderung? Ja. Oh Gott, hier kann man sich ja Ewigkeiten nur damit... Gewölbe des Tartaros. Mal eine Truhe. Irgendwo ist hier auch noch mal was. Da. Mal Ambrosia. Gott, oh Gott. Na. Gott, hier gibt's aber viel Ambrosia, Leute. Noch eine Truhe. Noch eine Truhe. Oh Gott, was ist hier hinten alles? Hallo. So. Ach du Heiliger. Hey. Nein, ich will nichts markieren. Weg damit. War doch gerade noch was. Kann man nicht noch näher ranzoomen? So ist das ja echt so minimale Arbeit. Noch eine kleine Lyra entdeckt. Ja. Da hinten ist ja noch mehr. Leute, wie lang soll denn mein Let's Play werden? Ich glaube, das müssen wir machen, damit die Orte auch auf der Karte angezeigt werden. Oh Gott, oh Gott. Hey, was hat er noch? Hinten sehe ich auch was blinken. Seht ihr es auch? So weiter rechts. Ich gleich auch nochmal gucken. Wieso findet er hier nichts? Da. Hallo. Truhe. Nochmal Ambrosia.
So, ich glaube, es reicht. Wir schauen uns mal an, was wir jetzt alles auf der Karte markiert haben. Wird jetzt erstmal aufgedeckt durch das Erklimmen. Oha. Was ist das? Ach, das sind Screenshots von Leuten. Die müssen wir mal kurz ausschalten. Fotos, die wollen wir nicht. Orte, ja. Quests auch. Was gibt es denn hier alles an verschiedenen Quests? Gewölbe, Gewölbe in Arbeit, Gewölbe versiegelt, Geisterversteck. Ach du Heiliger. Also ihr seht schon, es gibt einiges an ja, Aufgaben zu erledigen hier. Einiges zu entdecken. Aktivitäten. So, und wir sollen jetzt hierhin an fremden Ufer. Phoenix erwacht allein und unbewaffnet am Strand einer mysteriösen Insel. Entdecke den Riss mit Hilfe der Fernsicht. Haben wir den nicht schon entdeckt? Den Riss haben wir anscheinend noch nicht entdeckt. Ach da. So. Oh, da war, da unten hat es doch gerade nochmal so aufgeleuchtet. Habe ich ganz genau gesehen gerade. Da stecken sich hier auch Sachen im Wasser. Aha. Okay. Ja, ich glaube, es reicht. Es wird sonst zu viel. So, spring in den Teich unter dir. Komm ich runter. Der Tempel. Ja, stimmt. Schwimmen verbraucht Ausdauer. Phoenix spürte Ligyrons Klinge bei jedem Schritt. Ihr Gewicht erinnerte sie an die Verantwortung, die auf ihr lastete. Du gabst dein Schwert Ligyron? Oh, Achilleus. Ich habe nie verstanden, warum du erwartet hast, Achilleus würde dir sein Schwert geben. Oh, als Opfergabe. Als ganz gewöhnliches Opfer von jemandem, der dir tief in die Augen geblickt und gesagt hat, du wärst etwas Besonderes. Das ist alles. Ich legte eine Rose auf seinen Panzer. Ich hab da was im Auge. Erzähl weiter. Sollen aber da hoch. Müsste ja auch nochmal Ambrosia liegen, wenn ich das gerade richtig sehe. Haben wir ja vorhin markiert. Was haben wir denn da hinten? Können wir uns an den Rand schleichen? Ich will mal so eine heimliche Attacke ausprobieren. Ja. Hey. Wald stehen. Autsch. Können wir auch so nochmal Sachen markieren? Tatsächlich. Macht natürlich schon im höheren Punkt mehr Sinn. Wenn man da mehr sieht, aber es geht auch so. Wir müssen also nicht auf einen Aussichtspunkt klettern.
Hier soll doch irgendwo eine Truhe sein. Ah, unter uns. Ja, ich glaube, da fallen wir zu tief, oder? Fange ich doch an, wieder alles zu durchsuchen. Na, hier können wir anscheinend nicht rein. Okay. Muss irgendwie erst lernen, Mauern zu durchbrechen. Ja, ich glaube, wir sollten uns mal auf die Hauptaufgabe konzentrieren, weil wir sind ja doch sehr am Anfang des Spiels. Und da fehlen uns dann doch einige Fähigkeiten. Können wir so tief fallen? Ja. Anders als das sterbliche Fleisch, das zu Stein erstarrt war, spross der Granatapfel trotzig weiter und strotzte vor Leben. Hohe Poesie für etwas, das Sterbliche sich in den Mund schieben. Handeln davon nicht die besten Gedichte? Ich werde ans andere Ufer schwimmen müssen. Ist auf jeden Fall noch was im Wasser. Nochmal Ambrosia. Das sind die aber echt häufig, ne? Phoenix näherte sich der Axt, die nach ihr zu rufen schien. Sieht aus wie die Axt von Atalante. Muss eine Kopie sein. Obwohl. Doch bevor Phoenix sie erreichte, wurde die Axt von einer unheimlichen Kraft in den Abgrund gerissen. Wer klopft da an meiner Tür? Niemand? Glaubst du, dieser alte Trick funktioniert bei mir? Komm in meine Stube, sagte der Kyklop zum Seemann. Da sollen wir jetzt reinspringen, oder was? Das war dann wohl Phoenix Ende. Wahrlich eine hübsche Geschichte. Ehrlich gesagt hatte sie ein paar Längen hier und da, aber mit dem Ende hast du mich gekriegt. Doch nun begleiche deine Schuld. Es wird Zeit, dass du mir gegen Typhon hilfst. Es ist noch nicht vorbei. Noch lange nicht. Okay. Interessanter Humor, den dieses Spiel hat. Übergang in den Abgrund. Okay, wo sind wir hier? Karten im Gewölbe nicht verfügbar. Ziele. Blitz, Truhe, Flügel, Axt, was? Okay, gucken wir einfach mal. Was war das nur für ein seltsamer Ort? Der Tartaros! Wo genau war Phoenix hier gelandet? Tartaros! Der scheußliche Abgrund, in den ich Typhon gesperrt hatte. Bei seiner Flucht muss er Risse in den Gewölben der Unterwelt verursacht haben. Du weißt es, ich weiß es. Sag's einfach! Phoenix war im ja. Ich hasse dich! Aber ist es so nicht spannender? Nein. Erzähl weiter. Da wäre ich fast gefallen, Leute. Entweder sie holt dich
oder sehr töricht von dir, Menschlein. Mal sehen, ob du meine Herausforderung meisterst oder scheiterst wie alle anderen. Wer ist da? Hallo? Ah, da hinten haben wir doch schon eine Truhe. Und da sehe ich auch schon die Flügel. Heiltränke und Ausdauertrank finden wir und einige Ressourcen. Ja, mit den Adamantschermen können wir, glaube ich, gleich... Was haben wir hier stehen? Hiermit kannst du die Kapazität deiner Tranktasche erhöhen, sowie mehr von Apollons Pfeilen tragen. Du erhältst sie aus Truhen und gelben Scherbenklumpen. Hiermit kannst du Waffen, Rüstungen und Helme verbessern. Du erhältst sie, wenn du gewöhnliche Gegner besiegst. Oder aus Truhen und blauen Scherbenklumpen. Rot haben wir noch nicht gefunden, aber damit könnten wir Waffen verbessern. Du erhältst sie, wenn du einzigartige Gegner besiegst. Oder aus roten Scherbenklumpen. Und lila Adamantscherben. Hiermit kannst du Rüstungen und Helme verbessern. Du erhältst sie aus epischen Truhen und lila Scherbenklumpen. Ja, Ambrosia erhöht die Gesundheit. Blitze des Zeus. Mit ihnen kannst du deine maximale Ausdauer verbessern. Finden wir ja hier. Müssen wir also auf jeden Fall auch noch holen. Du hältst sie durch den Abschluss von Gewölben des Tartarus. Ah, dann finden wir die also auch nur hier. Charons Münzen. Mit ihnen kannst du Fähigkeiten und göttliche Kräfte verbessern. Du erhältst sie durch den Abschluss von mythischen Herausforderungen. Und Goldbernstein. Damit kannst du die Wirkung von Tränken verbessern. Man findet es in Truhen oder wenn man leuchtende Baumstümpfe schlägt. Gut, haben wir hier noch irgendwas drin? Nein. Ah, okay. Weiter nicht fallen. Sind das Flüge? Phoenix tastete sie ab und merkte, dass einige Teile fehlten. So als hätte sie jemand oder etwas auseinandergerissen. Sie scheinen von Menschenhand gemacht zu sein. Ob sie wohl funktionieren? Und wenn ja, wie? Doppelsprung haben wir erlernt. Sehr schön. Ich gucke jetzt nur mal, was die Schwingen genau bringen. Man kann nicht mit ihnen fliegen, aber selbst diese gebrochenen Flügel verleihen dir enormen Aufwind. So, durch die haben wir nun den Doppelsprung erlernt. Nee, Sprinten. Du läufst mit erhöhter Geschwindigkeit vorwärts. Ach, das konnten wir vorher auch noch nicht. Okay. Und den Doppelsprung verbraucht ein Ausdauerfeld bei einem zweiten Sprung. Verbraucht die Macht der Schwingen des Daedalus bei Nutzung. Diese Macht kann in der Luft jeweils nur einmal genutzt werden. Oh, das klappt ja sogar. Geil. Ah, lernt man recht früh, oder? Und sonst lernt man sowas erst später in Spielen. Die Axt. Die Axt von Atalante. Sie war die tödlichste und schnellste Jägerin und wurde doch von Typhon besiegt. Hatte ich sie nicht verwandelt? Du hast viele Leute in vieles verwandelt. Ich sollte weniger trinken. Oh. Haben wir die jetzt schon direkt ausgerüstet? Ach so, okay. Oh.
etwas Besonderes in dir. Also das Kampfsystem läuft schon mal sehr, sehr geil, auch mit den Blocken. Einer meiner Blitze! Zerschmettert und von Typhon versteckt. Es ist vorbei. Phoenix ist Helios Asche. Niemand übersteht diese Blitze außer mir. Ach wirklich? Haben wir sonst hier auch alles schon gefunden? Tatsächlich. Wir können noch mal einen Blick auf die Axt werfen. Axt der Atalante. Plus 30% Schaden durch Axt-Kombos bei voller Gesundheit. Und auf einer höheren Stufe füllt bei perfekter Parade 100% eines Gesundheitsfelds auf. Oh, geil. Sehr geil. Das lohnt sich ja. Neue Fähigkeiten. Da haben wir hier die Axt-Kombo, Zwei-Treffer-Kombo, die 33 Schaden anrichtet und pro Treffer 52 Betäubung verursacht. Der kreisförmige Zwei-Treffer-Abschluss richtet 41 Schaden und 64 Betäubung pro Treffer an. Ja, und auch hier wieder ein Vorteil dadurch, dass wir diese Axt benutzen. Aktuell haben wir ja auch noch keine andere. Und auch in der Luft können wir die Axt verwenden. 26 Schaden anrichtet und pro Treffer 52 Betäubung verursacht. Der Abschluss richtet 78 Schaden an und verursacht 156 Betäubung. Und wir haben schon 13 von 34 Fähigkeiten gelernt. Das geht flott. Eine Nachbildung von Zeus Blitz? Unglaublich! Energie durchströmte Phoenix. Mehr als sie ertragen konnte. Was passiert mit mir? Tschüss, Sterbliche! Und dann hörte es plötzlich wieder auf. Nein! Die Flügel haben den Blitz geerdet. Sie können Stürmen standhalten. Ist das denn möglich? Und doch ist das nur der Anfang. Nachdem sie sich in die Abgründe des Tartaros gestürzt und diese überlebt hatte, entstieg Phoenix dem Riss siegreich. Vorerst! Dieser Fremde, dem ich gefolgt bin, wo ist er hin? Mit den Flügeln könnte sie über die alte Brücke fliegen und es herausfinden. Ich würde mir nicht irgendwelchen Müll umschnallen. Wer weiß, wo die vorher waren. An vielen Abenden hatte Phoenix die Geschichte des genialen Erfinders Daedalus und seine außergewöhnlichen Flügel erzählt. Vielleicht hat sie jemand kopiert, malte sich Phoenix aus. Also Müll. Oh, vielleicht sind sie verflucht. Okay, muss ich mal kurz auf die Karte gucken. Wo sind wir überhaupt gerade? Ach, da. Ja, also dann hier über die Brücke. Anscheinend kommen wir von hier nicht darüber. Wir könnten uns aber auch mal die mythische Herausforderung, das Zeitrennen, anschauen. Und ob wir hier noch ein paar Sachen sammeln können. Ja, aber ich glaube, das machen wir im nächsten Video. Wir haben jetzt schon eine Dreiviertelstunde durch und haben ja doch jetzt hier schon einiges an neuen Sachen gesammelt. Schwert, Axt, Flügel, haben einige Fähigkeiten freigeschaltet. So, und ich bin gespannt, wie schnell wir hier alles freischalten, denn dann, hat man so den Verdacht, dass die offene Spielwelt vielleicht doch nicht so viel bietet, wie man jetzt erstmal glauben mag. Ich kann es euch ehrlich gesagt nicht sagen und hoffe einfach mal, dass es auch auf Dauer interessant bleibt, auch im späteren Spielverlauf. Ambrosia, ja, immerhin zum Aufwerten unserer Gesundheit. Müsste man mal schauen, was es noch so in diesen Truhen gibt und was eine Nachtruhe überhaupt ist. Und diese Herausforderungen hier.
Na gut, wir werden es uns anschauen, aber im nächsten Video. Ich bedanke mich jedenfalls fürs Zuschauen, hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Wünsche euch bis dahin alles Gute, euer Rönne.